Ja, und weiter geht's wieder mit unserem Pokémon-Kampf, den wir abbrechen mussten. Aber ich habe nur auf Pause gelassen, bis ich den anderen Part hochgeladen habe. Oh, ich hasse Schlammbad. Dieses Muckmuck ist echt nervig. Ist doch nicht wahr. Na gut, dann versuchen wir halt nochmal unser Glück mit Pizza. Ruckzuckieb oder so. Ja, es hat ausgereicht. Dann kriegst du wenigstens die vollen Erfahrungspunkte. Aber wir müssen zurück ins Pokémon Center. Schon wieder. Also da seht ihr mal, wie schnell unsere Pokémon down sind. Also zumindest die wichtigen. Nervig, aber geht halt nicht anders. Wieder zum Radweg. Ich müsste echt mal in irgendein Dings nachschauen, wie das mit Flamara ist. Also, beziehungsweise wann die mal eine Feuerattacke lernt oder so. Wir brauchen Feuerpower! Sonst bringt uns das ja nichts. Hallo? Du? Dich habe ich also schon. Ja, sicher mache ich dir Platz, wenn du mich besiegst. Oh, fuck mal. Ey, das ist ja mal voll Panne, ey. Ja, irgendwie so richtige Chancen sehe ich hier gar nicht. Ja, kriegen gleich hier wieder die volle Giftdosis. Passt mir ja gar nicht. Ihr seht ja, wie viel Wirkung das hat. Schon wieder die Hälfte der KP weg, ey. Das würde ich dir ja mit Flammenwurf rosten, aber dafür müsste ich ja erstmal können, wa? Das ist noch mal was. Gleich noch mal. Ruckzuckieb. Na, langsam geht's aufwärts. Sehr schön, paralysiert. Ja, super. Yeah. Also Geheimpower scheint doch gar nicht so schlecht zu sein. Es senkt meine Genauigkeit. Ja, wir haben es besiegt. Ja, dich noch und dann wieder zurück ins Pokémon Center, würde ich sagen.
Mal schauen, was du zu bieten hast. Oh nein, Kampf-Pokémon. Weia. Und unser Flug-Pokémon ist vergiftet. Es setzt Energiefokus ein. Eros. Ja, Lucy ist ein Level abgekommen. Okay, da wechseln wir mal nicht. Gleich nochmal Eros. Ja, das sieht schon ganz ordentlich aus. Ja, 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 ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich hasse das. Dann kommt irgendwann die Ansage, wurde besiegt von Gift. Jetzt war er ganz fix hier. Kurz vorher, ist gestorben. Nein, Schwein gehabt. Wir waren schneller. Mann. Wieder zurückrennen. Hui, jetzt geht's ab die Post. Jetzt kümmern wir uns hier um die Route. Hier oben sind wir jetzt fertig. Ich werde erstmal die Seite. Ich habe die Angewohnheit. Ich habe die Angewohnheit, immer alles zu besiegen, was mir irgendwie über den Weg läuft. Jetzt buddel ich mich ein. Daneben, daneben. Also, soweit ich weiß, Geheimpower ist immer von der Gegend abhängig. Was es bewirkt und was für eine Attacke das überhaupt ist. Allerdings, schlecht zu sagen. Furchterregend. Das ist, glaube ich, die Endstufe. Machalo, Machok, Machomai. Noch ein Ruckzuck-Hieb und dann bist du weg vom Fenster. Jetzt erreicht Level 28, das geht voran. Hey, du Kunde. Ist gar nicht so einfach, den über den Weg zu fahren. Weil man nämlich automatisch nach unten fährt. Und ich nicht mal genau weiß, welchen Knopf ich drücken muss, damit ich stehen bleibe. Sozusagen die Bremse. Monkey! Flügelschlag. Weiterentwickelte Stufe ist Razor. Dann nehmen wir mal Eros.
Ein Voltoball? Tatsache. Elektro-Pokémon. Na, mal sehen, ob meine Schaufelattacke bei ihm wirkt. Der sieht ja auch so aus wie ein Schwebevieh. Ja, es zeigt Wirkung. Und auch Elektro-Pokémon mögen keine Bodenattacken. Also probieren wir das gleiche Schema nochmal. Schaufler. Und haben ihn schon wieder besiegt. Ja, so eine Gegner mag ich gern. Das kann ruhig öfters kommen. Oh, hier ist gleich der nächste. Maschok. Zweite Stufe von Macholo. Ich finde es immer wieder interessant, dass Attacken, die eigentlich auf vorhergegangene Attacken reagieren, Schaden eigentlich glaube, wo man gar nichts gemacht hat. Weiter geht die wilde Fahrt. Wir fahren ja hier bergab. Schon wieder ein Wasser. Also ich war mir eigentlich... Oder war das in der Silbkopf, wo mehr Gift-Pokémon? Naja, ist ja nicht so schlimm. Dann hat Lucy hier halt wieder ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt. Kampf-Pokémon sind halt ihre bevorzugte Beute, neben Käfer. Jo. Schwupp. Die sind ja schon am... Schön, schön! Dann kommen wir jetzt nach, Cheater, wie hieß die Stadt gleich nochmal? Wo die Safari-Zone ist? Sophonia? Nee. Fuxania? Fuxania City! Mann, ich bin gut. Ach, warte mal. Hier war das Pokémon Center. Oh Mann, ich war hier schon ewig nicht mehr. So. Heile, heile. Und dann wieder zurück auf die Radroute.